Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich heute mal wieder auf meinem Dunkeleisenzwerg. Den möchte ich ein bisschen weiter leveln. Mittlerweile sind wir Stufe 102. Und ja, wir sind immer noch hier in Draenor unterwegs. Ich bin jetzt quasi eigentlich in eineinhalb Stunden von 90 auf ja, 100 gekommen. Und ja, es bringt immer noch ein bisschen EP. Wir haben jetzt relativ viele Gebiete noch offen mit den Bonuszielen bzw. mit den Bonus Objectives. Und da die jetzt immer noch ganz gut EP bringen, wollten wir noch ein bisschen was mitnehmen. Und sobald wir quasi hoch genug sind, dann einmal im Dings durchstarten. Im Legion, ja. Aber jetzt erstmal noch, solange man hier quasi noch ein bisschen was rausquetschen kann aus dem Ganzen, nehmen wir jetzt noch gut was mit und gucken mal. Also es ist schon ein bisschen weniger geworden. Ne? Am Anfang habe ich irgendwie so 150k für eine... für eine von diesen Bonuszielen quasi bekommen. Jetzt sind es noch um die 100k, also man merkt schon, dass es deutlich weniger wird. Aber ja, 100k sind immer noch besser als Normalquesten quasi jetzt in Legion. Da jetzt gerade keine Invasion ist, ne, machen wir jetzt hier noch ein bisschen was. Wir haben die Bonusziele in Legion aber halt noch offen, ne? Also da geht sicher dann auch nochmal einiges. Warte mal, warum ist denn der Dings gerade abgeraucht? So, warte mal, ich glaube, ich retze mal hier. Ich bin mal so frei. Retzen wir einmal. Die Fässer müssen wir jetzt noch machen hier. Achso, du bist so schneller mit deinem GS. Achso, wunderbar. Das war's mit den Fässern. Jetzt brauchen wir jetzt noch zwei von denen. Und hier so eine Hydra brauchen wir auch noch. Jetzt gucken wir gleich mal, was wir kriegen. Ne? Also, ich denke mal, bis 103 bleiben wir auf jeden Fall noch hier. Vielleicht bis 105, ne? Mal schauen. Okay, pack das. Ach so, ich sehe gerade, irgendwas hast du kaputt gemacht. Aber du bist noch tot, ne? Oder kannst du angreifen? Okay, anscheinend ist er verbuggt, ja. Auch nicht schlecht. Wir haben jetzt noch so einen Krieger aufgetrieben, nur die anderen beiden waren jetzt aus dem Stream. Den Worry haben wir jetzt hier ausgetrieben, weil der das gleiche quasi gemacht hat wie wir, ne? Also hier diese Bonusziele. Da dachte man, komm, lad man ein. Schnappst dir nicht gegenseitig weg. Dann ist das relativ entspannt. Aber du kannst jetzt nichts machen, ne? Der Dings. Ich würde mal vielleicht einfach versuchen, neu zu starten oder so, weil das scheint mir jetzt schon hart buggy zu sein. So, was haben wir jetzt gekriegt an EP? 92.000 zumindest, ja. Also doch schon ein gutes Stück weniger, als es davor gab. Aber wie gesagt, es rentiert sich immer noch, ja. Ich müsste dann mal testen, ob man im Tannan-Dschungel noch mehr kriegt, weil das Gebiet ja theoretisch noch höher ist, ne? Das wäre vielleicht dann noch so ein Ansatz, den man verfolgen könnte. Falls das so funktioniert oder ob die alle halt gleich gecapped sind, die Items. Ja gut, 13k kriegst du hier. Vorher habe ich halt 21k gekriegt. Das war halt noch mit dem anderen EP-Buff auch noch drauf, ne? Halt, das bringt nichts, das brauchen wir jetzt gar nicht holen. Schlüssel und dann ins Hütchen müssen wir noch rein, ne? Die Sachen muss ich nur besorgen. So, das kenne ich nämlich mittlerweile hier schon halb auswendig. So, einen Schlüssel brauchen wir. Ja, ein Bonusziel haben wir da hinten auf jeden Fall noch, wo wir diese komischen Katzenmenschen umboxen müssen, ne? Hier unten und dann war mein... Ich glaube, hier oben war noch irgendwo was. Ich glaube, war das hier? Irgendwas war da auf jeden Fall noch. Aber mal gucken, ob wir da noch hinkommen oder wie wir das dann genau machen. Ich weiß jetzt halt auch nicht genau, wie weit jetzt in Legion mit dem Zeug hochkommst. Ich schätze so zwei Level, ja, so ganz grob. Na, geh weg. Die Ratte habe ich auch noch desorientiert, na wunderbar. Aber wenigstens komme ich mit dem Widder hier relativ bequem raus. Nicht so wie mit dem Elek, ne, das durch keine Tür durchpasst. Ja, gut. Leider kann ich diese Dinger nicht mehr einsetzen, ne? Da kriegst du ja nochmal so ein extra, eine extra EP, ne, weil du ja dann diesen Hold-Buff kriegen würdest. Aber die kannst du nur bis Stufe 99 einsetzen. Danach ist finito Feierabend, ne, mehr geht nicht. Genau, Relock am besten mal. Tageziel erreicht, schreibt er. Okay, der Worry ist durch. Wir können uns ja dann hier unten nochmal treffen. Bei dem Stuff,
Das ist dann quasi das nächste, was dann noch an Bonusziel offen ist. Warte mal, wo waren das? Das war hier immer das, was ich nicht gefunden habe, weil das so versteckt war. Irgendwie, ich glaube, irgendwie unter dem Dings war das drin oder so. Oder irgendwo unten drin, dass ich's ja nicht finde. Da habe ich mir mal einen Wolf gesucht. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse es einfach. Findet ihr das? Irgendwo war das unten drin geflaggt, meine ich. So, dass man so, ja. Ich glaube, das lasse ich einfach. Na komm, egal. Nee, hast du keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was mit dem Ding kaputt ist. Also fürs Fliegen brauchst du halt mehrere Voraussetzungen. Einer ist halt, dass du Gebiete einmal gequestet hast, ne? Ist aber egal mit welchem Char. Dann brauchst du, das ist noch alles zusammen, also du musst die Gebiete erkundet haben. Du musst die Ge Gebiete, glaube ich, durchgequestet haben, die Main Storyline zumindest. Dann musst du Schätze ein paar aufgemacht haben. Das ist das, was du ja eh machst, wenn du mit dem Char durchquestest, ne? Dann, was du noch brauchst, ist ein gewisser Ruf, ne? Bei den ganzen Fraktionen. Das ist halt das, was ein bisschen länger oder zeitintensiver ist, das mit dem Ruf. Das andere Zeug erhaltest du alles, indem du das eh ganz normal hochlevelst, ne? Und ich weiß jetzt nicht, was da noch war, aber die anderen Sachen waren nicht so schwierig. Das härteste ist quasi die Rufgeschichte. Und ja, da musst du halt ein bisschen gucken, dass man das farmt, ne? Aber an sich war es jetzt auch kein Unding, ja, das zu machen. Das definitiv nicht. Lass mal die beiden noch machen und dann einmal das Bonusziel. Man kann sich das theoretisch auch erkaufen, ja, also den Ruf zumindest. Es gibt nämlich Tokens, also Ruftokens, die man kaufen kann im Auktionshaus. Die sind aber nicht ganz billig, ja. Also wenn man einen großen Geldbeutel hat, dann kann man da auch hingehen und sich das kaufen. Was ich letztens gemacht habe, nicht um den Ruf zu kriegen, sondern ich habe letztens einen Hordenschar. Wollte ich noch ein Achievement haben bei einer Only Horden Fraktion. Die hatte ich mit dem Allianzler natürlich nicht auf Ehrfürchtig. Und dann bin ich hergegangen und habe einen Teil gefarmt und den anderen Teil habe ich mir die Ruftokens geholt, weil ich dann keinen Bock mehr hatte, ja, das zu farmen. Hab mir dann ein bisschen Gold noch getauscht quasi auf den Horden Server und dann hat es gepasst. Ja, das freut mich. Freut mich. Du wirst es wahrscheinlich jetzt eh erst viel zu spät hören, weil YouTube gerade ein Delay des Todes drin hat, aber trotzdem freut mich, danke. Dann lass mal hier das Ding noch basteln. Halt da hinten ist. Oh fuck, die Routen einen halt in der Luft, ernsthaft. Alter, sind das nervige Viecher. Den brauchen wir. Als ich meine ganzen CDs gedrückt habe, ist der Boss halt auch schon tot, ne? Das ist so gammelig. Alles auf Global, ich weiß nicht. Ah, so rum. Jo. Danke dir. So haben wir es natürlich schneller dann über Twitch, ja, ich sehe das gerade. Ja, das ist echt kacke mit dem Delay heute auf YouTube, ne? Ich weiß auch nicht, an was das liegt. Echt blöd. Hey, danke dir fürs Followen. So. Ja, ich glaube, das klappern wir auf jeden Fall noch ab und dann schauen wir mal, wo wir dann in etwa stehen. Ich weiß halt nicht, ob sich's dann rentieren würde, noch in den anderen Gebieten auch die Bonusziele zu machen. Man müsste halt jetzt wissen, was das Bonusziel in Dings bringt, ne? In BFA, sage ich, in Legion. Ob wir da weit weg sind oder ob das so viel bringt wie hier. Gut, ich muss vor allem gucken im nächsten Level, ne? Wie es dann aussieht. Das ist eigentlich das Hauptausschlaggebende.
wenn es halt dann zu wenig, wenn es dann halt irgendwie nur noch 40k oder so bringt, dann kannst du es halt vergessen, ne? 90k sind da definitiv noch in Ordnung. Da kann man nichts sagen. Gut, die Mobs bringen so gut wie keine EP mehr, ne? Also das ist klar. Umso mehr du drüber bist, umso weniger wird's halt, ne? Nee, den Level-Trank aus BFA habe ich nicht drin tatsächlich. Den könnte man sich nur reinhauen, ja. Aber bin ich ehrlich gesagt zu geizig, meine Marken auszugeben für. Da bin ich tatsächlich zu geizig. Für den Monk werde ich es dann machen, weil ich den wirklich hochspeeden möchte. Und da werde ich dann einmal Marken ausgeben für, ja. Oh, jetzt habe ich die ganzen Viecher hier reingezogen, die wir gar nicht mehr brauchen. Brauchen wir nur noch den Boss hier, dann haben wir fertig. Na gut, okay, das bringt jetzt nur 80.000, ne? Immer mehr nach. Okay. Kriege ich hier gleich eine Frist gesetzt, ja, interessant. Hab ich jetzt das Ding gar nicht resettet? Scheiße. Ne? Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wann wir angefangen haben. Hat einer von euch geguckt gehabt? Ah, shit. Ich habe meinen Timer nicht resettet, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ah. Er war ein bisschen über eine Stunde, ne, vorher. Dann habe ich noch eine kleine Pause gemacht. Ah ja, gut. Oh nein, das ist jetzt hier das Jump Game, ne? Oh, das sollte ich lieber auslassen. Vor allem mit dem kleinen Zwerg hier. Kommt der da hoch? Ich glaube, der Zwerg ist zu klein, ne? Der kann gar nicht so. Oh, doch. Ui, er ist sogar relativ gut hochgekommen. Kann man nichts sagen hier. Kann man nichts sagen. So, ich bin ja gespannt, ne? Wenn ich jetzt ein Level up bin, wie es dann aussieht. Na super, das war mir klar, dass ich den noch adde. So, 103. Ach komm, wisst ihr was, ich töte den lieber, bevor wir jetzt dann nochmal 10 Mobs pullen. Das geht meistens dann eher nach hinten los, habe ich so das Ding. Die leisten mir den Totenschädel. Sunfew Arts ist das. Da musst du mal gucken. Ist aber unten auch einmal verlinkt. Beziehungsweise zumindest der Name, wie Sand für Art Port heißt. Zumindest sind alle von den Wörtern drin. Ja, das weiß ich. Die Konstellation muss nicht unbedingt so sein. Es kann auch Sand für Port Art sein. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, muss ich gestehen. Ah, schade, die kann ich jetzt alle nicht mehr einsetzen. Ne? Die werden halt schon gut. Ja? Also das kriegst halt nochmal extra EP. Kette, Lederplatte. Ah, ist das genauso hoch? Bringt also nichts. Achso, der stellt jetzt in die Kiste hier auf, ne? Das dauert immer ein bisschen. Gib, gib. Kiste. Was, der hat gar keine EP gebracht? Okay. Oder liegt das jetzt am Level? Moment. Nicht, dass ich es jetzt wirklich outlevelt habe. Das wäre sehr schade, muss ich sagen. Oh, 8K. Das ist jetzt aber gut runtergegangen, ne? Von 13 auf 8. Ich glaube, jetzt müssen wir dann doch mal in Dings vorbeigucken, hä? In Legion, wenn das jetzt so runtergegangen ist. Du kriegst 11, aber du bist noch 101, weißt du? Du kriegst noch mehr. Das bringt halt mit jedem Level jetzt weniger. Da muss man halt ein bisschen schauen. Hey Hannes, grüß dich. Du wirst wahrscheinlich jetzt erst viel zu spät die Antwort kriegen, weil YouTube ein bisschen am Laggen, oder ein bisschen ist gut, hart am Laggen ist.
So, jetzt schauen wir mal. Oder geht's mittlerweile wieder? Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt, aber wahrscheinlich der Delay, der fängt sich eigentlich nicht mehr im Normalfall. Wenn mal ein Delay drin ist, dann, ne, kriegst du nicht mehr raus. Achso, warte mal, hier müssen wir diese Items einsetzen. Wo haben wir sie? Das Ding musst du einsetzen. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt dann eh nach Legion gehen. Macht wahrscheinlich tatsächlich mehr Sinn, ja. Das macht wahrscheinlich mehr Sinn. Ich mache jetzt nur ein, zwei Teile auf und wenn die alle so wenig bringen, dann können wir eigentlich rübergehen. Dann merkst du schon, 103, da ist dann natürlich schon so der Punkt gekommen. Wann ist da der Punkt gekommen? Schade, ich dachte, man kann das jetzt hier noch eine relativ lange Weile weiter basteln, ne? Auf dem EP-Niveau, aber das sackt natürlich gut ab. Ja. 8K kriegst du noch. Ist halt jetzt nicht mehr die Hälfte, ne? Was du vorhin gekriegt hast. Ich bin außer Ich Reichweite. würde sagen, wir nehmen jetzt hier die vielen noch mit und dann verziehen wir uns nach Legion. Dann basteln wir da mal die ganzen Bonus-Objectives noch durch. Das können wir dann machen. Ein Porch, ah, nee, weil ich muss selber ja noch den Stein da holen, ne? Das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. Ach ne, hier müssen wir nochmal den Trank schlucken. Ist halt immer diese extra Waffen, ob's die braucht. Ich kann bringen gar keine EP, eigentlich könntest du die auch flacken lassen, ne? Das ist eigentlich fast wasted. Halt, stopp. Wo ist das Zeug? Ist das irgendwo oben? Ah, das ist auf der Leine drauf, oder? Ja, schau, hier hinten ist es. Da haben wir. Da musst du dieses. Eigentlich musstest du das früher hier ablaufen, ne? Aber. Ach du Scheiße. Jetzt kommen die Sprüche. Da hat wieder einer dieses Toy, ne? Das diese Sprüche ablässt. Oder wollt ihr gleich nach Dings gehen, gleich nach Leechen? Jo, gerne. Das können wir natürlich auch machen. Das können wir auch machen. Weil das ist okay, das hat sich jetzt echt hier halb erledigt, ne? Was mich jetzt aber noch interessieren würde, wie viel in Dings bringt, ne? Nochmal so ein Bonusziel. Ach nein, ich wusste, dass ich das nächste adden werde. Ich wusste, dass ich rennen muss. Und das nächste. Ich hasse es. Ich hasse es. Ach, hätte das nicht so schnell wie ein Gorgon weitergehen können, ne? Ein Traum war das. Ein Traum. Von welchem Ding ist denn das? Ich bin jetzt gerade im Überlegen, ne? Ich hab das. Ich glaube, hier oben war noch mal eins, ne? Jetzt. Das war, glaube ich. Ah, genau, das war dahinter. Das war dahinter gelegen. Na gut. Ressourcen, Ressourcen und noch mehr Ressourcen. Ach komm, jetzt zieht er mich hier noch rein in seinen Laden. Geh doch weg. Lass mal gucken, dass wir dahinter kommen. Irgendwo hier war noch ein Dings, meine ich. So ein Bonusziel, ne? Zumindest habe ich das nur so irgendwo so ganz grob in Erinnerung. Oder war die nur für Horde? Ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Zumindest war es in der Richtung hier, diese Rylock.
Da, wo ich immer die Rühlak-Eier her habe, da war das irgendwo. Nehmen wir die zwei Dinger noch mit, dann schauen wir zu den Rühlaks rüber und dann, ja, können wir uns auf den Weg machen nach. Ding hier, ah, da hinten flackt's. Oh, das gibt Fallschaden, hä? Dann können wir uns auf den Weg machen nach Legion. Aber ich schätze fast, dass die Dinge auch fast nichts mehr bringen wird. Wunderbar, aus dem Combat-Zimmer raus. Ihr heulende Fels. Ah, schau doch, hier ist noch ein Bonusziel. Was bringt das jetzt noch? Okay, ist gar nicht auf der Map drauf. 30.000 sagt er jetzt noch. Ja, mal schauen, was wir da noch rauskriegen, aber wahrscheinlich nicht mehr viel. Wahrscheinlich noch so 50k, schätze ich jetzt mal. Da muss man immer in die Höhlen unten rein und das Zeug holen. Hier gibt es immer so Höhlen quasi, da musst du rein und die Dings umboxen. Ich glaube, das ist sogar die falsche Höhle, oder? Ich muss eine Etage höher. Das ist, glaube ich. Ich muss das Projekt hier stören. Ach, da muss ich die Sachen anklicken. Brauche einen Apexis-Schlüsselstein. Wahrscheinlich droppst du den Apexis-Schlüsselstein. Könnte ich mir fast vorstellen. Also, sonst ist ja hier nichts anderes, ne? Außer der Mob. Aha, da haben wir ihn doch. Ich hoffe, ich brauche jetzt nicht drei Stück. Ach, fick dich. Du brauchst halt für jeden Strahl einen. Oh shit, die hauen ganz schön raus hier. Ja, ich glaube, das ist schon gar nicht mehr wert zu machen, ne? Eigentlich. Ich glaube, die habe ich selten gemacht, die World Quest. Müssen wir denn jetzt noch machen? Wir müssen quasi ein paar Rituale unterbrechen hier, gut. Sowas wie das hier halt. Die Rühlak-Eier haben wir fertig. So ein fahle Typen müssen wir noch killen. Ja, da drin haben wir schon alles fertig, da können wir raus. Müssen jetzt in die anderen beiden Löcher noch rein, quasi. Da hinten. Lol, wie ist denn der umgekippt? Der war ja jetzt ganz schön schnell im Dreck gelegen. Dann auf die andere Seite müssen wir noch um. Ja, gut. Das im Verhältnis dauert das schon ziemlich lang hier. Mal gucken, die nächste Legion-Invasion. Ja, gut, ist in 6 Stunden, ne? Dann irgendwann in der Früh ist sie.
Aber gut, die geht ja auch eine Weile, ne? Also so ist ja nicht. Die geht ja dann auch eine Weile. So, drüben müssen wir jetzt noch umboxen. Nee, das ist es nicht. Ich glaube, irgendwo hier hinten muss es dann nur reingehen, oder? Nee. Ich weiß nicht, wie wir jetzt hier reinkommen. Aber in der Höhle waren wir schon drin. Ist es vielleicht da oben noch mal irgendwo? Hier, oder? Das, ich glaube, die Höhle, oder? Warte mal, ist das die gleiche? Nee, ich hab's ja gefunden, die Höhle. Müsst zurückkommen. Es ist ein Ding weiter quasi. Gucken, was wir hier mit dem Ritual machen müssen. Wahrscheinlich den hier. Ja, 55k, gut. Das war die letzte, das lohnt sich nicht. Dann würde ich sagen, porten wir uns einmal raus. Und zwar, wo habe ich jetzt meinen Ruhestein? Ja, lass mal nach Dalaran gehen. Ich muss bloß noch schnell mit dem Typen quatschen, NSW. Jo, genau, lass Legion machen. Es ist dann zu wenig irgendwann. Also, du kriegst halt jetzt nur noch ein Drittel von der EP, weißt du, und das lohnt sich dann nicht mehr. Ein Drittel ist schon arg wenig. Lass quasi jetzt einmal in Legion die Runde drehen mit den Invas und ja, den Rest mache ich dann wahrscheinlich mit na, wie heißt's? Den Rest mache ich dann wahrscheinlich hier mit Invasionen. Dann ist easy. Und dann bin ich heute eh schon gut weit gekommen, ne? Mal schauen, wie weit ich jetzt noch komme. Ich denke mal, ein bis zwei Level müssten die auf jeden Fall bringen. Dann bin ich wahrscheinlich so um die 105 rum. Und ja, dann schauen wir einfach. Gut. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr das Zeug alles skippen könnt, ne? Da unten gibt es einen Typen. Da kann euch die komplette Questreihe skippen, wenn ihr das Richtige auswählt. Und zwar nicht der Dude, sondern... Moment, warum ist der nicht da? Da muss ich da jetzt wieder auswählen oder was? Okay. Bin ich jetzt blöd? Hier müsste eigentlich ein Typ sein. Warte mal, ich muss das jetzt aber nicht an dem Board annehmen, oder? Moment. Das geändert? Die hast du schon, ja, aber eigentlich. Okay. Nee, schreckensöde Ding. Ja, aber eigentlich kannst du doch direkt da hinfliegen und hast den Typen, aber der ist bei mir nicht. Bin ich jetzt blöd oder was? Moment. Normalerweise ist da unten der Typ und du kannst direkt alles skippen. Eigentlich mu muss, muss hier ein Typ stehen. Warum ist der Typ nicht da? Ja, ich werde anscheinend... Ja, ich habe einen... Warte mal, ich relog mal. Also, es... Also wenn ihr es, also ich hätte jetzt gedacht, vielleicht haben sie es geändert, ne? Klar. Kann ja sein, dass die da was gemacht haben. Das weiß man ja nicht. Aber wenn ihr gefaced werdet und ich nicht, das kann eigentlich, dann ist es ein Bug. Vielleicht muss ich aus der Gruppe rausgehen. Vielleicht liegt es auch daran, weißt du? Dass das irgendwie
jetzt mit der Gruppe zusammenhängt. Komisch, das hatte ich jetzt auch noch nicht so gehabt. Nee. Ich breche jetzt mal hier die Quest ab. Geh jetzt auch mal aus der Gruppe raus, ne? Vielleicht liegt es auch daran. Eigentlich müsste ich jetzt hier so gefaced werden, dass ich nach Dalaran komme, ne? Ins Neue. Interessant, würde ich jetzt mal sagen. Hier sind die Typen auch nicht da, ne? Vielleicht liegt es am Dunkeleisenzwerg, dass da irgendwas anders ist. Willkommen. Ich bin König Anduin Vryn. Als neues Mitglied der Allianz wollte ich euch persönlich begrüßen. Es ziehen schwere Zeiten auf für Azeroth. In den kommenden Tagen werdet ihr viele Prüfungen bestehen, viele Feinde bekämpfen müssen. Doch vergesst nicht, ihr seid nicht allein im Kampf gegen die Finsternis. Die Allianz steht an eurer Seite. Ich freue mich darauf, von euren Fortschritten zu hören. Etwas sagt mir, dass wir bald wieder miteinander sprechen werden. Glück auf euren Wegen, Champion. Möge stets das Licht mit euch sein. Was beim Dunkeleisenzwerg? Andere Legion-Story? Ja, keine Ahnung. So, ein Kollege hat mir jetzt gerade geschrieben, ich muss ausloggen und wieder einloggen. Und zwar ganz aus. Reloggen reicht anscheinend nicht. Vielleicht liegt es wirklich am Dunkeleisenzwerg, ne? Das hatte ich bis jetzt mit keinem Char. Ich habe da ja jetzt. Also, ich habe etwa 70 Chars, ne? Die über 110 sind. Und davon sind, weiß ich nicht, die allergrößten. Also, die allergrößte Mehrheit sind Allianzler. Also, bestimmt über 50 Chars habe ich da schon durchgebastelt. Also wäre mir jetzt neu, dass das jetzt anders ist bei dem. Aber gut, man weiß es nicht. Vielleicht ist es einfach ein Bug jetzt. Ah, ja, es ist einfach ein Der Bug. Allianz. Seht ihr mal. Ehre euch in Azeroths Das Licht sei mit euch. Die brennenden Seid Armeen der vorsichtig. Legion kehren aus dem Schlund der Hölle zurück. Ja, das wär richtig komisch. Ja. Danke dir für den Tipp mit Ausloggen. Jetzt hat's geklappt. Keine Ahnung. Das ist natürlich schon ein bisschen komisch. Gut, okay. Dann können wir starten, oder? Seid ihr auch hier? Achso, ihr müsst mich wieder einladen. Oder ich lade euch ein. Warte. Tela. Du bist bei deinem Lichtgeschmiedeten, okay. Also, wenn ihr jetzt mitmachen wollt, ich will jetzt einmal die Invasionen alle machen. Warte mal, wenn man das anders, ihr seid noch in der Gruppe, oder? Dann mache ich jetzt so eine Anfrage bei euch. Oder so. Ja, so rum. Lass in Asuna anfangen. Also, hier ist ein Ding. Dann ist quasi hier ein Teil. Dann haben wir hier eins. Boah, wo ist noch eins? Hier ist, glaube ich, eins, ne? Im Hofberg hast du. Da oben ist eins, hier ist eins und hier ist eins. Im Sturmheim war da eins, meine ich. Ziel. Hey, du hast doch den Ruhestein hier. Da, du hast doch einen Dalaran-Ruhestein. Also kommst immer dahin. Den kriegst du doch sofort, wenn du die Quest machst darin. Also den habe ich auch gerade gekriegt. Das ungültiges Ziel? Wollte gerade sagen hier. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Hey, warum war denn dein Wormhut aus? Du hast doch eben auch den Wormhut an. In SW gibt es ein Portal hierhin. Ja, warum machst du denn sowas? Ja. Zu weit entfernt.
Also manchmal verstehe ich es nicht. Du hast doch eben mit uns den Wormwood angehabt. Wie kann der jetzt aus sein? Du musst ihn ja ausgedrückt haben. Ah, stimmt hier, dass da auch noch eins. Ja, genau. Ich dachte mir, es waren doch irgendwo hier drei. Und ich war mir gerade echt, war mich gerade am Fragen. Ich war mich gerade am Fragen. Dir wird der in der Verbündetenstadt, wird der dir nicht angezeigt, dass er an ist. Nee, es ist nicht Samstag. Ja, doch, jetzt ist Samstag. Nö, aber ich wollte heute den Dings-Char so weit fertig kriegen, dass ich morgen dann Horde leveln kann, weißt du, hatte ich ja gesagt gehabt, dass ich jetzt dann doch mit der Horde mal weitermachen wollte. Vor allem den Horden-Char will ich dann jetzt über die Feiertage auch auf Max basteln. Ja gut, hier gibt's halt auch nur 85.000, ne? Also sind eigentlich die 50k in Ding gar nicht so schlecht. Naja, gut, egal. Egal. Also geht das eigentlich klar? Naja. Ah, die ist echt kacke hier, die dauert nämlich ewig. Die dauert nämlich ewig. Also wenn noch jemand einen 110er Char hat und hier bei einen 100er Char hat, ne? 100 bis 110. 70k bei dir, warum kriegst du denn mehr? Ist ja gar nicht, du bist das gleiche Level wie ich. Ach so, du, nee, ich krieg mehr als du. Warum krieg ich mehr als du? Gut, vielleicht habe ich mehr Heirloom-Items an. Ich habe 85 gekriegt. Das ist sonderbar. Ja, die ist echt ätzend hier. Ich dachte gerade, der heißt Risas, aber der heißt Rias, ne? Aber war nah, da, nah dabei. Oh, da hängen ein paar an der Wand, ne? Hübsche Wanddeko. Ein paar aufgehängte. Oder aufgespießte. Drüben gibt es eine, die ganz gut ist, weil du bei der auch noch Quests zusätzlich hast, ne, im Walchera. Das eine, die ist echt super. Ach, unser verlorenes Kind ist auch da, wunderbar. Da. Schauen wir mal, ob hier nur irgendwas rumhängt. Ach, schau mal, da hängt nur einer rum. Die bringen nämlich immer am meisten. Die am besten wir gleich anklicken. Da hängt nur einer rum. Ach so, wir sind fertig. Gut. Dann, als nächstes gehen wir da oben hin. Oh, shit. Fuck it, der greift. Okay. Pass mal auf, der Typ macht hier Rambazamba. Bist du denn? Was brauchst du oder was? Ach. Ja, ich kann jetzt halt keine Dinger mehr aufmachen. Wir können jetzt halt Mobs töten. Du musst die Sachen nur auf. Ja, gut, das ist ja alles tot. Hier, dann killen wir halt noch was. Klickt immer die Sachen an, die bringen am meisten Punkte. Das ist echt gut.
Könnte es sein, dass der Dings dich mag? Der Shami? Okay. Hast du es auch fertig? Was machen wir jetzt hier? Das kann ich nicht angreifen. Na komm, beleb dich wieder. Ich habe kein Ziel. So, dann auf geht's. Doch, ich level doch gerade. So, Daloder, dann einmal zu den Spinnen rüber. Nächster Punkt ist quasi hier oben. Ach so, der königliche Brief funktioniert. Ah, okay, ich dachte immer, das ist ein Quest-Item. So. Hier oben haben wir das nächste und dann quasi 1, 2, ja gut. Ja, da sind noch einige Bonusziele. Na, schau mal an. Pflanzen können wir auch noch mitnehmen. Wunderbar. Schaut am besten, dass ihr ein bisschen was zusammenpult, dann sind wir da eigentlich relativ schnell durch mit der. Ich sammle dann das Zeug da hinten ein, weil ich tank mache, ich denke mir am wenigsten Dingsschaden. Hast schon die ganzen Fässer zusammengesammelt. Ja, schaut zum Beispiel mit 63%. Das geht hier relativ zügig. Der bringt auch was, ne? Ja. Zu weit entfernt. Schauen wir mal. Mit den da oben müssten wir dann eigentlich fast durch sein. Der hier, ne, der bringt nix. Ich muss näher heran. Ist der resettet? Aber warum? Also manchmal frage ich mich schon, ne? Jetzt habe ich relativ viel Stärke gekriegt. 200. Die ganzen Debuffs, ne? Alle runtergenommen hab. Da kriegst du für jeden krieg ich mehr. Das ist ganz praktisch. Ah, mit dem Boss hat's gereicht. Wunderbar. So, das waren jetzt die drei hier in dem Gebiet. Nicht gerade im Überlegen. Ah, hier waren es auch drei, ne? Hier war es das da unten. Hier und im See waren, glaube ich, auch nochmal eins, ne? Im Hochberg sind es auch drei. Und im Sturmheim sind es, glaube ich, nur zwei, die du machen kannst. Aber hier drüben müsst ihr die Quest auf jeden Fall annehmen. Das bringt dann auch nochmal ganz gut was. Warte, hier hinten. Ich bin geehrt. Okay. Ja gut, das war dann schon mal nix. Ich glaube, da müssen wir mal nochmal einloggen. Das Schild ist noch geflogen und weg war ich, ne? Und weg war ich. So. Können wir schon mal disconnecten.
Jetzt sind wir kurz vor Level 104. Dann schauen wir mal. Dann haben wir quasi da oben im Wald noch die Blubs. Dann die Murlocs, die Harpien und die anderen Vögel im Hochberg und dann noch die zwei drüben im Sturmheim. Ja, mal gucken, wenn die jetzt alle so um die 85k bringen, ne? Ja. Dann kommen wir da schon nochmal. Das sind jetzt quasi 3, 6, 8. Ja, ein Level müssten wir damit eigentlich noch machen. Eigentlich. Ich wurde gehackt, ja. Ich habe ein Schild geworfen und dann war ich weg, ne? So schnell geht das. So schnell geht das. Da kann man, so schnell kann man gar nicht gucken. Das kann ich nicht angreifen. Ja, da haben wir die Quest. Achso, Inventar ist voll? Okay. Ist schon so viel Mist gelootet? Scheint so. Ich habe ganz, ganz viele Waren. So, erstmal die Quest noch. Das ist, warum es sich nämlich eigentlich hier lohnt, weil du hier nochmal 3 extra Quests hast, ne? Die alle nochmal EP bringen. Rot. Okay. Weiß kein Mensch, warum das rot ist. Ist es auf jeden Fall rot. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Theoretisch kannst du hier noch so Zeug im Auktionshaus verkaufen, aber das kannst du vergessen. Ich habe das mal probiert, davon hat sich nichts verkauft. Also wirklich original gar nichts. Das vielleicht noch, ja. Mögen eure Füße. Posti, hey, grüß dich. Grüße dich. Noch ein Ei. Naja, jetzt ist zumindest wieder ein bisschen aufgeräumter. Ich habe kein Ziel. Dieses Mal. Ach, das kann ich nicht looten, weil ich da die Quest noch nicht hatte, als ihr den gekillt habt, okay. Deswegen funktioniert das nicht. Diesen Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Den ganzen Shit hier weg. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Naja. Das Inventar kriege ich schon noch leer, wie die nächsten Dings. Hier hinten sind noch relativ viele Mobs. Mal schauen, welche ich von denen jetzt noch brauche. Die Mondschwingen muss ich noch retten. Das zählt ja nicht für einen selber. Naja, gut. Das muss ich jetzt dann kleiner machen. Na gut, jetzt habt ihr die natürlich alle schon weggedingst. Jetzt muss ich bloß schauen, dass ich hier noch ein paar Mondschwingen... Ah, schau mal, da haben wir eine. Ja, das zählt leider nicht in der Gruppe. Das musst du selber machen. Jetzt auch nicht geguckt gehabt. Die ganzen Mondschwingen noch retten. Da steht einer. Naja, oder ich lasse die Quest einfach, keine Ahnung. Bis wir die jetzt alle einzeln gemacht haben, dauert das wahrscheinlich zu lang. Was doch zählt? Hat das gezählt mit den Mondschwingen? Okay, gut. Nee, ist aber die Quest, oder? Die hat doch jetzt nicht gezählt für euch. Warte mal, ich mach jetzt mal hier einen auf und dann sag mal, ob das zählt bei dir. Glaube ich nämlich nicht, sonst hätte ich ja schon. Nee, schau, die zählen nämlich nicht. Die musst du alle einzeln machen. Das hilft alles nichts. Da kommst du nicht drum rum. Aber vielleicht, wenn man die hier runterhaut, das könnte vielleicht zählen. Aber das andere zählt sicher nicht. Die muss man wahrscheinlich einsetzen. Wie viel habt ihr denn? Sonst machen wir die noch fix, wenn ihr auch schon ein paar habt. Oder wir lassen sie halt weg, ne? Weil, also hier sind... Also hier sind nämlich zwei Mobs.
Habt ihr die Mondschwingen auch fertig? Ja gut, ich brauche jetzt noch zwei. Naja, jetzt mache ich sie fertig, ne? Naja, komm. Jo, passt, jetzt bin ich auch fertig. Weg da. Raus da aus dem Laden. Soll ich bloß in den Combat kommen? Was ich aufmounten kann. Ah, das wird schwierig. Da werde ich wahrscheinlich in Combat kommen. Gut, dann geben wir alle Quests ab und dann können wir einmal. Hier oben müssen wir jetzt als nächstes hin. Das ist quasi der nächste Ding. Und jetzt habe ich den Timer auch verloren. Wisst ihr was? Jetzt mache ich es einfach so, dass ich einfach die Bonusdinger fertig mache. Dann sind wir, denke ich mal, etwa durch. Na, schau, die Schule kann ich sogar brauchen. Na, wunderbar. Na, wunderbar. So, jetzt hauen wir mal das ganze Zeug weg, was ich sicher nicht brauchen kann. Am Ende habe ich mein Inventar schon leer. Das ist ja immer hier Flugzeiten zwischendrin. Löschen. Im Hochberg hast du, glaube ich, sogar vier, oder? Wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz irre. Sogar vier Spots. Ah, das kann man sogar noch brauchen. Kann man auch brauchen. Das kann ich wieder weghauen. Ja, du kriegst halt bei diesem Zeug, wenn du das alles aufsammelst, ne, halt ewig viel Schmu. Stimmt, einen Flugmaum mit dem Händler drauf gibt's noch nicht, ja? Das wäre noch was. Das wäre noch was. Ach, wäre das schön. Einer kann rumgehen und das ganze Kleinzeug aufsammeln quasi. Ich muss näher heran. Na, der bringt relativ viel. Dieser Uraltrotz, den will halt kein Mensch haben. Also das kannst du echt getrost weghauen. Das ist ja auch... alles nicht verkaufen, leider. Leider, leider. Dem Zeugel hier. Achso, das hat sogar alles unten reingepackt, was du verkaufen könntest, theoretisch, ne? Ich schmeiß das alles weg, während wir fliegen. Den brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Das nächste Ding, ich meine, hier oben war noch eins. Halt, warte, das wollte ich nur lernen. Also das nächste ist, meine ich, hier. Und dann müssen wir... hier irgendwo waren die Harpien. Da müssen wir als nächstes hin. Was macht ihr denn da? Haut ihr den Rare um? Jo, ich auch. Passt. Was ist das für eine Fackel eigentlich? Haben wir eine Fackel? Klingenwerfer der Horde. Ach, das ist nur aus Burning Crusade hier. Schau mal an, was ich da für einen Mist noch rumflacken habe. Bauplan für Draenor, weg damit. Hier unten war doch... Ich meine, dass hier auch noch eins war. Irre ich mich da echt? Okay, hier ist echt keins. Ich dachte, hier ist auch noch ein Dings. Weißt du, dass du diese Blubs hier töten musstest? Hoi, okay. Haben wir anscheinend getäuscht. Okay. Hä? Da war doch immer eins. Da musstest du die Blubs und die Dings töten. Oder war das eine World Quest? Ja gut, egal. Fliegen wir weiter. So, was haben wir hier noch? Das kann weg.
Angelschnur, die kann auch weg. Dann, was haben wir noch? So verkaufen. Ich glaube, da war auch nur ein... Oder obwohl, das lassen wir mal. Ich glaube, da kann ein Pet drin sein oder so. Vielleicht kann man das sogar verticken, ne? Je nachdem. Das restliche Zeug, das kannst du vielleicht auch verkaufen. Für ein paar Gold vielleicht zumindest. Für ein paar Gold. Ja, hier, aber ich dachte, in Valcharar waren es auch drei, ne? Habe ich mich echt geirrt. Ich dachte, da in dem Dings gibt es nur was. Ah, bis ihr alle da seid, haue ich jetzt hier noch was ins Aktionshaus. Bitte, ihr müsst diesem Wahnsinn Einhalt gebieten. Ja, zwei Stacks. Das Zeug ist halt, das ist halt gar nichts wert. Das brauchst du halt gar nicht ins Aktionshaus hauen. Das sind halt die Aktionsgebühren, sind halt teurer als das Reinhaus, ne? Das ist halt so lächerlich. So lächerlich. Das ist halt alles nichts wert. Tutti completti. Also die Stoffe kannst du echt vergessen. Die braucht halt auch keiner mehr. Du brauchst das halt einfach für nichts mehr. Ah ja, gut, das ist zumindest ein bisschen was wert. Flaggen behalte ich auf jeden Fall, ne? Vielleicht das Dingszeug, das kannst du nur sagen, das kannst du auch wegschmeißen. Das braucht halt kein Mensch mehr. Das Fleisch kannst du eigentlich beim Händler verhauen. Vielleicht das Geistereisenerz noch irgendwo so ein bisschen. Gorenei. GS kann ich vielleicht nur behalten. Und mein Gem, den muss ich auch noch. Ja, das ist auch nichts mehr wert. Das kann ich auch weghauen. Was brauche ich den Brief noch? Das hier noch? Weg damit. Gut. Das ist halt alles nichts wert, ne? Ich, Garmon, werde uns retten. Hast du einen größeren Dino als ich? Jetzt muss er hier, ne? Einmal zeigen, wer den größeren hat. Ah, okay. Jetzt sieht's wieder gut aus. Ah, ihr habt ja schon einige Mobs gekillt. Wenigstens richtig großer Dino, ja? Naja, also können wir weiter leveln. Mit den zwei Pets muss ich nachher noch gucken. So. Dann müssen wir hier hinten noch. Ich weiß jetzt nicht, hier war glaube ich auch manchmal was. Also wenn dann hier und hier hinten am Dings waren diese Bären und die Eier, ne? Das war auch eine World Quest, oder? Hier. Ja, okay, anscheinend war das eine World Quest. Irgendwie toll. Okay, dann war hier und da oben noch was. Okay, gut. Die beiden können wir auf jeden Fall noch machen. Und dann haben wir im Sturmheim auf jeden Fall noch eine bzw. zwei hinten. Die mit den Drachen. Und ich meine, mit den Murlocs war hier am Strand auch nochmal irgendwas. Meine ich, ja. Ich weiß es nicht so hundertprozentig mehr. Nicht so hundertprozentig. Aber dann sind wir auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg, ne? Das auf jeden Fall. Da müssen wir einmal hin. Zwar, wie heißen die beiden jetzt? Okay, packen wir den hier mal raus. Hier ist der andere. Terrorkrallen, Junges. Käfig packen. Schmeckt meine Axt. Jetzt machst du einen auf Gammon, hä? Hier. Hast du den großen gepult? Oh oh, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Jetzt musst du irgendwie gucken, dass du den Gammler resettest, aber den willst du nicht pullen.
Der macht Faxen, der Große. Ich bin außer Reichweite. Das ist noch nicht bereit. Nimm mal schön die Eier mitnehmen, die bringen. Ja, siehst du? Sei doch, den willst du nicht pullen, da musst du echt aufpassen. Das ist gar keine gute Idee, den zu adden. Ich habe Sachen gesehen, da wird euch ein Panzer wegfliegen. Der läuft halt extrem lahm, aber wenn du den addest, dann ist halt Feierabend. So, na gut, die hätte ich auch wegschmeißen können, ganz ehrlich. Die hätte ich auch wegschmeißen können, das war total senseless. So, haben wir noch irgendwo ein paar Eier rumflacken? Die ganzen Eier schon? Ah ne, doch, da ist nur ein Ei. Okay. Warum, was hat denn Seleckis für ein Video gemacht? Also, klär mich mal auf. Habe ich dann noch nicht gesehen. Oh, ich glaube, ich muss mal eine Hand auf Legen drücken. Machst du denn immer... Weißt du, wir machen das hier in der Gruppe, dass das Ganze schneller geht. Wenn du uns immer sabotierst, weil du immer irgendwas anderes machst, dann ist das halt irgendwie... Ja gut, komm, dann hauen wir jetzt halt noch ein paar um. Aber wir können jetzt halt keine Eier mehr drücken, ne? Du musst die Eier drücken, weil ich habe jetzt die Dings fertig. Pass mal auf, der Dicke kommt da jetzt dann gleich. Na, killen wir die noch und dann aber Avanti weg hier. Der kommt nämlich jetzt gleich hier um die Ecke. Jetzt aber raus hier. Den willst du nicht adden. Jetzt haben wir ihn geaddet. Lauf! Ich hoffe, du bist jetzt fertig mit den Viechern. Weil der macht dich zum Matsche. Das war auch der erste Typ, der mich hier in Legion damals gekillt hat, ja? Also der erste Mob. Ja, weiß ich noch. Unschöne Erfahrung. Hier gequestet und dann habe ich auf den Sack gekriegt und zwar ordentlich. Alter, wie lang läuft denn der nach? Ja, okay, Gott sei Dank bist du fertig. So, okay, wir können aufmachen und dann zu den Murlocs weiter. Einmal zu den Murlocs. Die sind quasi hier unten, ne? Und dann sind wir auch schon fast durch. Und zwar das und hier unten, ne? Dann haben wir's. Dann haben wir's. Das ist eine Murloc-Party. Ah, bin ich auf jeden Fall 105, ne? Dann geht was. Dann geht auf jeden Fall was. Und den Rest werde ich dann durch Invasionen wahrscheinlich hochbasteln, ne? Also, ja. 5 Level wären das dann mit Invas noch, das geht eigentlich klar. Das sind dann wahrscheinlich 3 Invasionen oder so, die ich machen muss. Schätze ich jetzt mal grob. Ja, je nachdem, wie ich aufstehe, ne, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich versuch's mal mitzunehmen. Achso, du hättest gemeint jetzt oder was? Nee, jetzt mache ich gerade mein Leveling-Ding. Aber das können wir morgen Abend schon machen. Wenn du das live siehst, das können wir schon machen. Ja gut, die geht halt echt schnell mit diesen Kisten, ne? Das geht echt zügig. Glaubst du, 1-2 Kisten auf, dann hast du es schon wieder. So, wie viel brauchen wir jetzt? Nur 1%. Perfekt. 105 bin ich jetzt. So, dann flitzen wir nochmal schnell runter nach Sturmheim. Und machen da die beiden letzten Dinger.
Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich etwa zeitlich bin. Wahrscheinlich bin ich schon lange über die Stunde drüber, aber egal. Wir ziehen jetzt noch kurz fix fertig durch und dann, ja, haben wir halt ein bisschen längere Folge. Ist das auch nicht so wild. Da flattert er. Ich hoffe, dass das dann morgen mit YouTube wieder hinhaut, ne? Also es ist so ein bisschen nervig, wenn es dann immer arschlang Delay hat mit teilweise Viertelstunde. Also puh. Macht's dann auch schwierig, da fragt jemand was, kriegt 10 Minuten keine Antwort mehr, ist schon klar, dass er dann auch ein bisschen genervt ist. Das ist ja auch nicht der Sinn von dem Stream dann. So, hier bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass welche sind. Ich meine, hier am Strand waren noch Murlocs, aber, also Murlocs sind da auf jeden Fall, aber ich glaube, da war auch nochmal eine World Quest, beziehungsweise halt so ein Bonus Objectives Dings. Nee, 110 bis 120 meine ich. Ich mache nur bis 110. Es geht ja auch um quasi um die Achievements, weißt du. Ich mache das ja auch hauptsächlich wegen... Genau. Macht das wäre wegen dem Erfolg, weißt du? Hier bei Ruf und dann einmal da drunten, da die beiden. Genau, die Rüstung und so, und die schauen wir uns dann auch an, sobald ich das Level habe. Ich bin anderen auch gemacht. Ich habe jetzt schon 4 verbündete Völker, das ist der 5. Und das 6. Volk ist ja dann quasi der Magar-Ork, den ich wahrscheinlich dann morgen sogar schon anfangen werde, ne? Also, da geht's dann sogar schon los. Mal direkt hier schon mal zusammenziehen. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher heran. Das ist die nervigste, weil die Drachen ewigweise auseinander sind, die bringen kaum Punkte und es dauert ewig. Also das ist definitiv die nervigste von den ganzen. Hier musst du halt auch wieder gucken, dass du auf jeden Fall diese Eier alle mitnimmst. Weil die bringen halt ganz gut Punkte, ne, für nicht viel Geklicke. Naja, das ist gar kein Ei. Das sind diese Wurfdinger. Ah, super, die ganzen kleinen Drachen hauen wieder ab hier. So ein der Mist. Das ist ganz gut, wenn du hier halt in der Gruppe bist und das merkst du auch. Weil dann kriegst du es halt wesentlich schneller hin. Weil hier ziehst du halt auch nicht leicht mal alles zusammen und kliefst es schnell weg, weil die halt, wie gerade gesehen habt, die resetten halt auch verdammt schnell leider. Warum auch immer. Naja, gut, 41% haben wir. Die Urnen, ja, aber nur bis 99. Danach ist die EP weg, ne? Also es bringt dann leider nichts mehr. Bringt dann leider nichts mehr. Ach, da hat schon einer alle umgeboxt. Blöd. Wir müssen halt bloß gucken, dass wir alle in Range voneinander bleiben. Dass wir die Punkte gezählt bekommen. Am besten nicht zu weit in eine Richtung laufen. Schon ein bisschen spreaden, aber noch alle, dass man auf einem Minimap ist. Dann kriegt man nämlich auch definitiv das Zeug angerechnet, solange man auf einem Minimap angezeigt wird beim anderen. Also da einfach ein bisschen schauen, weil der Hexer ist jetzt irgendwo am anderen Ende der Heide. Shit. Ich bin außer Reichweite. Ja, der wird wahrscheinlich hinten wieder resetten, der Mob.
versuche immer zumindest ein paar zusammenzuziehen hier. Für ein bisschen extra Punkte. Ich habe kein Ziel. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Naja, gut, 82. Ein paar Eier, dann haben wir es eh. So kacke, es ist alles auf dem Global, ne? Bis du deine ganzen CDs gezogen hast. Und alles, nur die Dingsfähigkeit, die ist nicht auf dem Global. Das ist schon mal löblich, ne? Wenn das jetzt auch noch auf dem Global wäre, dann wäre es echt kacke. Würdest du gar nichts mehr kommen. So, habe ich jetzt hier noch ein paar Eier? Warte mal, da kann ich vielleicht noch was aussneaken, die beiden noch. Wunderbar, dann sind wir auch fertig. So, jetzt würde ich sagen, wir schauen jetzt noch einmal da ganz hinter. Da bin ich mir nämlich jetzt nicht sicher, ob da noch was war an Murlocs. Ob da auch noch mal eine war. Aber sonst sind wir auch soweit einmal durch mit den Dingern. Ja, so um die zwei Level kriegst du, ne? Wenn du die ganzen Bonus-Objectives oder Bonus-Ziele hier mitnimmst. In Legion. Und den Rest, ja. Man könnte jetzt auch questen, ne? Aber, du hast das. Ja, schau, das liegt daran, weil du zu weit weg warst. Ich flieg schon mal hinter und schau mal, ob da die Dings ist, ob da noch eine ist oder nicht. Sonst könnt ihr ja dann auch noch hinterkommen. Ich habe wieder nicht die Flaggen aufgestellt. In Suruma ist leider eh nichts, ne? Da hast du leider nichts für Low-Leveler. Und hier in der Küste auch nicht. Also dann ist man eigentlich durch. Man durch. Mir war echt so, ob hier noch eine dritte war oder war hier in dem Haus noch eine? Irgendwo war noch eins, meine ich. Ach so, du kannst. Ja, das vergesse ich immer wieder. Ja, du kannst nicht oben drüber, richtig, da war ja was. Ja, doch, hier ist nochmal eins. Kommt mal her hier. Da war doch noch eins. Warte mal, ist das der Shami von vorhin? Der uns umgebrezelt hat? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin assi, dass ich einen. Aber der hat den Hexer vorher irgendwie dreimal umgebrezelt. Da war der nämlich noch rot bei uns. Jetzt kommt er bestimmt gleich zurück und will mich umhauen. Warte mal ab hier. Ich muss näher heran. Aber ich meine, das war der Shami, der vorher. Ja, ich hab dich gerecht hier. Da kommt der Shami. Siehst du? Ah, ich kann mich heilen. Jetzt kriegt er erstmal einen Stun. Stunt. Oh, und da ist er wieder down. Das war der Gammler, der uns vor ein paar Mal umgebracht hat. Normalerweise, wenn ich selber level, dann kille ich auch keine anderen, ne? Aber. Weil es halt einfach nur nervt, aber wenn der Typ abfuckt, dann fuck mal halt zurück. Ich muss näher heran. Müssen nur die Sachen alle aufklauben, die bringen am meisten. Gibt's so ein bisschen extra Ehre, ne, für den Typen. Da ist er wieder. Nee, nochmal kill ich den jetzt nicht, also das muss jetzt auch nicht sein. Außer er kommt nochmal. Aber ich muss mir jetzt eh mit Hand auflegen einmal. Mobs haben doch ein bisschen. So.
Sammeln wir mal das ganze Zeug noch auf und dann müssten wir eigentlich durch sein. Ach, da ist gleich schon mal. Die bringen nämlich immer am meisten, die Sachen, die du anklicken kannst. Nö, ich weiß, dass die Dinger Ruhe-Bonus bringen, aber wie gesagt, auf einem zu hohen Level bringen sie ja nichts mehr. Aber das würdest du jetzt eh nicht sehen, weil es wieder delayed ohne Ende, ne? Deswegen. Ja, wo bist du denn? Ich hab zum Damage gekriegt. Weiß gerade noch die Sachen alle aufsammeln. Hier hinten haben wir noch einige stehen lassen. Links in der Karte von Vashir. Wo denn? Hier. Ach, war ein Ram-Up, okay. Bringt der Rare oben? Aber er bringt, glaube ich, kaum was, oder? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Naja, haben wir ihn trotzdem um. Fürs gute Gefühl. Weil der andere hat gar nicht, also der Endreno hat gar nicht so schlechte EP gebracht, ne, der Rare. Ja, 6k EP, naja, naja. Gut, okay. Dann sind wir hier einmal durch, porten wir uns raus. Den Quest brauche ich tatsächlich nicht mehr, Gorgon, Schattenmontal, Sturmschild, nee, alles Lautzeug. Und ja, dann sind wir mit der Folge wieder durch. Wahrscheinlich wesentlich zu lang, aber egal an der Stelle. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne bei der nächsten. Euer Tela, bis dann. Ciao.